Du wirst uns also eine weitere Kostprobe deiner Kampfkraft geben? Gerne. Wobei ich fürchte, dass ich einer wütenden Hexe nicht das Wasser reichen kann, wenn die Gerüchte stimmen. Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Abenteuer hier in der Welt von Final Fantasy XIV. Ja, die nächste Quest heißt Die Besten der Besten. Aber wir wissen ja alle, die Besten der Besten sind die, die das Video hier schauen und ein kleines Like da lassen und vielleicht sogar ein Kanalmitglied sind. Und die allerbesten sind natürlich meine Ehren- und Produktionsmitglieder Julia Neiblum, Negi Magister, Klingone 23 und seit neuestem mein Produktionsmitglied Havoc 83, der sich immer noch einen Stream wünschen darf. Also bitte, Havoc, wenn du das siehst, schreib mal unten in die Kommentare rein, damit wir uns kurz schließen können, okay? So, und ja, dann würde ich einfach sagen, gehen wir mal zum Maxima hier und starten die Quest Die Besten der Besten. Maxima möchte euch die anderen Mitglieder des Korps vorstellen. Die anderen Mitglieder des Korps haben sich bereits im Palast eingefunden. Ich gehe schon einmal vor und setze sie von eurer Ankunft in Kenntnis. Bitte, kommt so schnell wie möglich nach. So, das machen wir gleich, aber vorher reden wir mal mit allen anderen Anwesenden hier. Gaius. In welchem Zustand ihr Gallimite auch immer vorfinden werdet, eins ändert sich nie. Die bittere Kälte. Bereitet euch gut auf sie vor. Okay, ich glaube, ich mache mir erstmal einen Tee. Alize. Wenn Angst und Missgunst das Handeln bestimmt, kann man manchmal nicht helfen, auch wenn man es so sehr will. Ich wünsche mir oft, das Leben wäre nicht immer so schrecklich kompliziert. Alfino? Mit solchen verlässlichen Verbünden, die uns den Rücken frei halten, können wir unseren Augenmerk voll und ganz auf das richten, was vor uns liegt. Das Isabard-Korps. Gerade hier. Das ist also Gaius Belsa. Ein Blick in seine Augen und man weiß, dass er Schrecken gesehen hat, die andere sich nicht einmal ausmalen können. Viele gehen dabei sicher sogar auf ihn selbst zurück. So, Istinien. Ich werde ebenfalls des Mordes an Varius bezichtigt. Aber keine Angst, ich werde in Gallimite darauf achten, kein unnötiges Aufsehen zu erregen. Ach ja, genau, du warst ja auch dabei. So, Emmerich. Es gibt noch was, das ich dir sagen wollte. Uns haben Berichte von Truppen erreicht, denen beim Kampf gegen die dunklen Primar ein großer Drache zu Hilfe geeilt ist. Der Beschreibung nach zu urteilen, klang es mir fast, als handele es sich dabei um Tiamat. Vielleicht ist sie noch immer irgendwo da draußen, um uns beim Kampf gegen die Teleforoi zu unterstützen. Robban? Sobald das Korps aufgebrochen ist, werde ich mich wieder meinen Pflichten an Amigo zuwenden. Einige unserer besten Kämpfer gehen mit euch nach Gallimite. Der Rest von uns wird sich hier also doppelt ins Zeug legen müssen. Aber keine Angst, der Bulle von Alamigo mag vielleicht in die Jahre gekommen sein. Tizona werde ich deshalb jedoch noch lange nicht an den Nagel hängen. Tizona? Ach, das ist ein Schwert, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wusste gar nicht, dass das einen Namen hat, das Schwert von ihm. Ich weiß, die Mitglieder des Bundes willkommen. Eure Freunde und die meisten der übrigen Korpsmitglieder sind bereits eingetroffen. Wollt ihr nun eintreten? Ja, bitte. Bei den 12. Okay, ich glaube, wir kriegen einen Raid zusammen. Ah, da seid ihr ja. Entschuldigt, aber wir waren so frei, schon mal etwas vorzubereiten. Ein imposanter Anblick, nicht wahr? Das sind alle Vertreter, die von der Föderation für unsere überaus wichtige Mission zur Verfügung gestellt wurden. Wir kämpfen diesmal nicht nur für Eosea, sondern für die Zukunft der ganzen Welt, Gallimite mit eingeschlossen. Vieles hängt vom Erfolg des Isabard-Korps ab. Das tut es in der Tat. Und deshalb freut es mich so, euch hier zu sehen. Wer hätte gedacht, dass wir noch einmal Seite an Seite auf Abenteuer gehen würden? Also das ist tatsächlich jetzt so ein Who is Who von Eosea. Lucia! Großmeister Emmerich hat mir die Ehre zuteilwerden lassen,
mich als Vertreterin Ishgards zu entsenden. Ich hoffe inständig, dass diese Unternehmung uns allen und auch meiner einstigen Heimat zum Guten gereichen wird. Aber was sollte schon schiefgehen, wenn wir alle zusammenarbeiten, nicht wahr? Also ich wüsste eine ganze Menge, die schiefgehen könnte. In der Tat. Lasst uns den Blick nach vorne richten, dann wird sich der Weg schon zeigen. Sicher brennt ihr darauf zu erfahren, wer sonst noch mit von der Partie ist. Lasst mich euch den Rest des Chors vorstellen. Werte Anwesende, darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Wir sind vollzählig. Ah ja, die kennen wir auch. Die kennen wir auch. Mhm. Hättest du die Güte anzufangen? Wie du wünschst. Ihn kennen wir von den Level 60er Weißmagier-Quest. Mein Name ist Arun Senna, Saatseher und Anführer der Gridanischen Gesandtschaft. Ich bin auf Geheiß meiner Schwester Kani Senna, der ältesten Saatseherin hier. Unsere heilenden Kräfte sollen euch und allen, die Hilfe bedürfen, bei dieser Unternehmung Schutz gewähren. Weil er sagt, auch seine ältere Schwester, er hat auch nur eine mittlere Schwester, soweit ich weiß. Dies sind die besten Druiden unserer Gilde und ihr Geleitschutz aus den erfahrensten Kämpfern der Bruderschaft. Mit einer fähigen Weißmagierin wie dir in unseren Reihen werden wir womöglich kaum zum Einsatz kommen, aber sicher ist sicher. Meine Schwester Raya O lässt dich übrigens herzlich grüßen. Genau, die Schwester. Und sie erinnert sich, dass ich eine Weißmagierin bin. Das ist auch nicht so oft. Meistens sprechen sie mich ja mit der Klasse an, die ich aktuell drin bin, aber das ist cool. Dann wäre ich wohl an der Reihe. Okay, du bist der Schurke, wenn ich mich recht erinnere. Dich hatte ich ganz am Anfang meiner Karriere mal. Der Anführer der Henkershorde. Sikkart, ganz genau. Dank meiner peinlichen Vorstellung bin ich dir sicher noch gut in Erinnerung, was? Okay, nee, dann ist er doch nicht. Warum ich trotzdem hier auftauche, fragst du dich? Na, weil es höchste Zeit ist, dass ich Hilfirs Bitten nachkomme. Und den Bitten des Admirals. Ach, ja doch, das war der, den wir erst vor kurzem in irgendeiner Zwischenpatches gehabt haben, der Mellaby herausgefordert hat. Das war der. Kneifen kam nicht in Frage. Das hätte meinen Ruf restlos ruiniert. Und außerdem, ein Pirat springt nicht über die Reling, nur weil der Seegang mal rauer ist. Keine Angst. Diesmal versuchen wir es nicht mit dem Bug durch die Welle, sondern auf die subtilere Art, die Merwib uns ans Herz gelegt hat. Hab ein paar Grobschmiede und Plattner mitgebracht. An Eisen herrscht in Galemal schließlich kein Mangel. Die werden euch hämmern, was ihr braucht. Also nur keine Zurückhaltung. Für Schlagkraft im schmerzenden Sinne ist natürlich auch gesorgt. Also alles, was man von einem munteren Pioniertrupp erwarten kann. An Eifer scheint es euch wirklich nicht zu mangeln. Davon werden wir uns eine Scheibe abschneiden. Ah, Lüsse. Und was die Schlagkraft betrifft, auch aus Alamigo und Uldar ist auf Befehl von Oberkommandant Rauban und Sultana Nanamo kampferprobte Unterstützung gekommen. Also natürlich Lisse als die Faustkämpferin schlechthin. Dann die drei der Magier. Dann der Sohn oder Ziehsohn von Rauban. Und den Kleinen, den weiß ich jetzt nicht genau, wer das ist. Aber der kommt mir auch bekannt vor. Ich glaube, den hat man auch irgendwo in den Anfangsquests gesehen. Das Chaos, das im Kaiserreich herrscht, wird unsere Mission nicht gerade erleichtern. Von den Teleforoi ganz zu schweigen. Doch keine Angst. Wenn euer Vormarsch zu stocken droht, werden diese Männer und Frauen euch zur Seite stehen. Pipin und ich an erster Stelle. Du wirst uns also eine weitere Kostprobe deiner Kampfkraft geben? Gerne.
Wobei ich fürchte, dass ich einer wütenden Hexe nicht das Wasser reichen kann, wenn die Gerüchte stimmen. Was auch immer uns in Galemald erwartet, mit Verbündeten wie euch werden wir unser Ziel schon erreichen. Und vielleicht herrscht dann endlich wieder Frieden auf der Welt. Dafür wollen wir kämpfen. Aus Ishgard begrüßt euch der Orden der Tempelritter. Wir sind eisiges Klima, wie es in Galemald herrscht, gewohnt. Das dürfte sich im Kampf gegen die Teloforoi als hilfreich erweisen. Aus diesem Grund hat man mir auch den Oberbefehl dieser Mission übertragen. Ich werde mein Bestes geben, die Erwartungen an mich zu erfüllen. Auf Vermittlung der vier Adelshäuser, insbesondere der Ayenard, haben sich uns zahlreiche Maschinisten angeschlossen. Ihr technisches Verständnis werden wir brauchen, wenn wir auf Magitek und sonstiges Gerät der Galear stoßen. Sie werden ihre Kräfte mit den Schmieden und Plattnern aus Limsa Luminsa einen. So, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber meine persönlichen Buddies von der Himmelswerkschmiede. Oder Himmels... irgendwas Werken. Gott. Ich weiß nicht mal mehr den Namen meines ehemaligen Arbeitgebers, aber okay. Die Adligen sandten außerdem noch einen Repräsentanten. Ach, der. Emanelin. Groß geworden. Ja, seid gegrüßt. Ich bin Emanelin Fortin, Vertreter meines altehrwürdigen Hauses. Macht euch keine falschen Hoffnungen. Ich bin nicht über Nacht zu einem mächtigen Krieger geworden. Doch mein Bruder meinte, dies wäre eine ausgezeichnete Gelegenheit für mich, etwas aus mir zu machen. Und für Weltfrieden und all das zu kämpfen. In der Tat denke ich, dass ich mit den Galeanen in einem Balsar schon umzugehen wüsste. Auf dem Schlachtfeld aber wohl eher weniger. Ein Tänzer. Er ist eindeutig ein Tänzer. Also ich tanze ja auch, also so gesehen. Dann tanzen wir eben mit ihm als Tänzerin. Meine Busenfreundin, wie sie leibt und lebt. Überlass das getrost mir. Auch um des guten Honorar willen, der weint meiner Rückkehr hart, will ich mit einer heldenhaften Geschichte zurückkehren. Bei der Ehre der Fortons. Damit wären alle Gesandten der Eorzeischen Föderation vorgestellt. Auch unsere Verbündeten im fernen Osten haben Hilfe geschickt, die schon bald hier eintreffen sollte. Ich denke, wir werden Ninjas sehen. Und eine ganz besondere Ninjerin. Ob das die Shinobi sind? Garantiert. Nein, die sind unentbehrlich, um das weit gestreute Netzwerk im fernen Osten aufrechtzuerhalten. Doch Hien hat uns versichert, mindestens ebenso fähigen Ersatz zu schicken. Also, okay, dann doch keine Ninjas. Ich habe mich gefreut, aber nein. Aus dem Weg, du Kalb eines lahmenden Steppenso. Ah, geil! Ja! Das war tatsächlich in Stormbringer eine der geilsten Quests, wie die sich beide gegenseitig angezickt Bitte haben. Entschuldigt die Verspätung. Die östlichen Verbände melden sich hiermit zur Teilnahme am Ilsabad-Korps. Und Sirina hat sie auch richtig gut gemacht. Sirina und so viele bekannte Gesichter. Was für eine schöne Überraschung. Immer noch Stormblood, mein persönliches Lieblings-Addon. Ich meine, Shadowbringer war toll, aber Stormblood war für mich einfach... Ich habe da so viele Emotionen gehabt damals. Ich weiß, einige von euch haben es nicht so gefeiert wie ich. Die fanden es ein bisschen langweilig, immer dieses gleiche asiatische Setting. Aber ich habe gerade das mit den Mongolen angehauchten Stämmen habe ich gefeiert. Und man hat einfach so viel liebe Bekanntschaften gehabt. Ich fand Heavensword, also das war es auch bei Heavensword, diese Beziehungen, das war da stärker. Bei uns in der Steppe hat sich natürlich keiner dieser Türme rausgetraut, im Gegensatz zu Doma. Ich muss aber dringend mal wieder irgendwo Dampf ablassen. Also stellt mich in die erste Reihe. Lasst uns im Blut unserer Feinde baden. Beruhige dich bitte, Sadu. Wir gehen in friedlicher Absicht nach Galemald und nicht, um ein Massaker anzurichten. Noch nicht.
Welch eine Ehre, mit den ruhmreichen Aura der Azim-Steppe ins Feld ziehen zu dürfen. Und wie ich sehe, seid ihr nicht allein. Richtig. Auch Mitglieder von Lendes Träne, Dalmaskas Befreiungsarmee, haben uns begleitet. Und die Speerspitze des Busianischen Widerstands. Oh ja, ich werde mich auch irgendwann dem Busianischen Widerstand anschließen, sobald es davon die weibliche Variante gibt. Allesamt ausgewiesene Experten in Spionage und Sondierung. Na wunderbar, dann brauche ich mir in der Kaiserstadt ja nicht alleine die Hackenwund zu laufen. Dalmaska, Bosia und auch Alamigo. Sie alle kennen das Leid einer galäischen Besatzung. Ich zweifle eure guten Absichten nicht an, möchte aber daran erinnern, dass unser oberstes Ziel ist, den Opfern der Teloforoi zu helfen. Mit anderen Worten, den Galeanen. Sicherlich wird es nicht allen leicht fallen, sie als Opfer zu betrachten. Als unsere Verbündeten. Allerdings, viele haben die Teilnahme an diesem Chor direkt abgelehnt. Und wer sollte es ihnen verübeln? Die meisten haben gegen Galemalt gekämpft, solange sie sich erinnern können. Dem einstigen Feind die Hand zu reichen, ist nicht leicht. Da kann das Ziel noch so ehrbar sein. Doch der Kampf gegen das Kaiserreich hat uns auch etwas gelehrt. Nicht alle Galeer sind Monster, die unsere Abscheu verdienen. Viele sind Opfer wie wir. Opfer höherer Umstände. Denkt an Fordula, bei der am Ende die Vernunft siegte. Und auch Sid, ohne den unsere Bemühungen ein ums andere Mal gescheitert wären. Und natürlich Maxima, der hier und heute an unserer Seite steht. Einer der Popularen, die Frieden mit Doma schließen und Galemalt reformieren wollten. Alle, die hier versammelt sind, eint dieses Gefühl von Gemeinsamkeit. Oder sie haben ganz nüchtern erkannt, dass es anders nicht geht. Es wird sicher nicht einfach, aber wir alle sind gewillt, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Dann waren meine Sorgen wohl unbegründet. Ich stimme dir selbstredend vollkommen zu. Gehen wir den Plan nochmal für alle durch. Unser Ziel, die kaiserliche Hauptstadt Galemal, liegt im Norden des Kontinents Ilsabart, jenseits des Zentralgebirges. Glücklicherweise können uns die Galond-Metallwerke auf dem Luftweg hinüberschaffen. So bleibt uns der beschwerlichste Teil der Reise erspart. Ganz bis Galemalt können wir aber nicht fliegen. Das würde sicher einen Angriff der Teloforoi provozieren. Da das Militär des Kaiserreichs größtenteils in ihrer Hand zu sein scheint, wäre es ihnen ein leichtes, uns mit Luftschiffen oder Störwellen abzufangen. Mein Vorschlag wäre deshalb, unsere Flotte in Magna Glacius landen zu lassen. Einer weiten Schneeebene zwischen dem Zentralgebirge und der Hauptstadt. Das bedeutet zwar, dass wir dem Schneegestöber zu Fuß trotzen müssen, aber zum Glück gibt es Wege und Einrichtungen, die normalerweise für den Gütertransport benutzt werden. Außerdem ist das Gelände Übersee. Jede Sekunde ist kostbar. Unsere Landsleute werden in diesem Augenblick von den Teloforoi bedroht. Und auch die Galear leiden unter dem Chaos in ihrer Heimat. Trefft eure Vorbereitungen. Wir wollen umgehend aufbrechen. Los. So, aber erstmal wieder mit allen reden. Fangen wir erstmal mit unserer Truppe hier an. Destinien. Ich wusste nicht, dass hier ein Treffen ehemaliger Azurdrachenreiter werden sollte. Für den Austausch von Belanglosigkeiten fehlt mir die Zeit. Führ mir ein paar Tricks vor, dann sehe ich ja, ob du Fortschritte gemacht hast. Ach, okay. Es ist jetzt tatsächlich so, dass die auch tatsächlich darauf ansprechen, was für Klassen ich hatte. Destinien bezieht sich jetzt darauf, dass ich mal ein... Ja... bisschen mein Dragoner gelevelt hat, gerade hier. Gib mir einen Augenblick. Ich muss das alles erstmal verarbeiten. Ich, also, was für ein Aufgebot, wow. Alles, Urienge. Wir haben auf unseren langen Weg geschätzte Gefährten verloren, aber auch neue hinzugewonnen. Mit vielen von ihnen nun mal abermals Seite an Seite zu schreiten, erfüllt mich mit Freude. Alfino.
Es ist nicht das erste Mal, dass ich mit einem großen Verband ausziehe. Aber es fühlt sich so gut und richtig an, wie schon lange nicht mehr. Alize? Keine Spur von ihm. Ach, weißt du, ich dachte, ich würde hier vielleicht meinen Meister in Rotmagie wieder treffen. Ja, ich weiß, wer du meinst. Sein Schicksal schien mit Galemeid verwoben zu sein, aber vielleicht hatte er keine Lust. Andererseits... Ach ja, ist ja auch egal. Irgendwann sehen wir uns sicher wieder. Dann werde ich ihm zeigen, wie gut ich mittlerweile mit Rapier und Zaubern umgehen kann. Ich kann mir vorstellen, das passiert, wenn ich irgendwann mal meinen Rotmagier auf Level 80 habe. So, Tancred. Mit den Kämpfern des östlichen Verbandes, insbesondere Doma Spion und den Speer des Widerstandes, habe ich schon öfters zusammengearbeitet. Wir sind eine eingespielte Truppe. Okay. Alberic! Wie geht es dir? Übrigens, danke wegen der Sache mit Estinien. Ich habe mich als Vertreter der Tempelritter dem Korps angeschlossen. Und da haben wir Stefanien. Ich grüße dich, Terra. Du hast den Maschinisten eine glorreiche Zukunft erkämpft. Jetzt werden sie sich als Mitglieder des Korps revanchieren. Wir werden unseren Freunden zeigen, über welche gewaltige Kampfkraft die Maschinisten von Ishgard verfügen. Sie werden staunen, jede Wette. Da fällt mir eigentlich mal eine kleine Frage. Ändert sich das zufällig, was die hier sagen, je nachdem, was man für Beruf hat oder wie weit man in den Berufen ist? Würde mich echt interessieren. Und dann hier. Junge, Junge, so viele verschiedene Leute an einem Ort versammelt. Das findet man nicht oft. Ich sollte die Gelegenheit nutzen, mich mit möglichst viel bekannt zu machen. Ich werde mit den Aura aus Steppen beginnen, Wie hieß sie noch gleich? Sirina und Sadu, nicht wahr? Der grobschlächtige Kerl mit der Axt ist mir allerdings nicht ganz geheuer. Und dem mache ich lieber einen Bogen. So, hier ist toller. Mit dir reden wir mal nicht, sonst geht das hier weiter. Arlun Sena, na, wie geht's deiner Schwester? Deinen Schwestern? Falls du dich wunderst, Ishiva, deine wackere Mitstreiterin aus dem Kampf gegen die Verderbnis, ist im Finsterwald verblieben, um ihn zusammen mit meiner Schwester zu beschützen. Sicher hätte sie lieber selbst im Korps mitgekämpft, aber meine Sorge um den Wald war einfach zu groß. Zum Ausgleich werde ich alle unsere Erlebnisse ausführlich berichten, sobald wir zurück sind. Alk-Volker? Ah ja, unser kleiner Gelehrtenkamerad. Jetzt weiß ich, wer du warst. Ja. Wenn das mich mal Tarre ist, ein neuer Seesoldat, die neuen Seesoldaten sind endlich einsatzbereit. Bald werden wir beweisen, wozu wir fähig sind. Ein Hoch auf die Seesoldaten. Sie leben hoch, hoch, hoch. So, Sikkat. Mittlerweile sind die Galeer die einzigen, deren Schiffe wir noch offiziell plündern dürfen. Keine leichte Beute, das kann ich dir sagen. Hat mich aber nicht daran gehindert, mich ordentlich an ihnen zu bereichern. Und weil sie so großzügig waren, gebietet es mir die Paraden-Ehre wohl, mich mal ein wenig erkenntlich zu zeigen. So, Pippin. Dein Vater ist übrigens vor der Tür. Ich habe das Leid der Migiten erfahren und, als Mitglied der Legion zahlreiche Schlachten gegen die Galeer geschlagen. Aber als die Sultana mir vom Korps erzählte, habe ich seltsamerweise keinen Moment gezögert, daran teilzunehmen. Vielleicht ist es gerade der lange Konflikt, der mir vor Augen geführt hat, dass wir dies alles besser heute als morgen beenden. Und bei Ziona, genau das will ich tun. So, Lüsse. Weißt du noch, wie wir im Rubinsee überquerten, bei unserer Suche nach Hien, der Azimsteppe auf Sintra trafen? Ja. Bei den Gedanken daran wird mir richtig wehmutig zumute. Wir haben zusammen viel durchgemacht. Gutes wie schlechtes. Ja, und das war immer noch das Highlight, tatsächlich, die Suche nach Hien von Stormblood. Stormblood. Und da kriege ich immer, wenn ich nicht dran denke, eine Gänsehaut. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber ich habe da richtig hier... Naja, sieht man wahrscheinlich nicht. In Galemeid können wir uns sicher auf einen frostigen Empfang gefasst machen. Aber auch dieses Abenteuer werden wir bestehen und irgendwann wehmütig darauf zurückblicken. Da bin ich mir sicher. Chututo. Ich bin mir nicht mehr... Ah, doch, Chututo war... Schock. Der Faustkämpfer, genau. Die war in der Faustkämpfer-Quest. Tara, Meister Hammond hat mir einen Brief für dich zukommen lassen. Warte, ich lese ihn dir vor. Die Götterfaust braucht dringend deine Hilfe. Verrate mir, wie sind die Mädchen in Galemeid? Ich erwarte deine ausführlichen Berichte. Zwinker, zwinker. Also wirklich, der alte Knacker hat doch immer nur eins im Kopf. Weiß er denn nicht, dass die Zeiten sich geändert haben? Wenn er so weitermacht, kommt er doch in Bahamuts Küche. Maxima.
Ich hatte mich dem Popularen angeschlossen, um die Kluft zwischen Galamite und den Provinzen zu schließen. Um dafür zu sorgen, dass wir gleichwertig miteinander existieren können. Leider hat man in uns nichts als Anführer gesehen, die dem Kaiserreich Aufrührer gesehen, die dem Kaiserreich schaden wollten. Viele meiner Kameraden und selbst meine Eltern, die mich in allen unterstützt haben, wurden Opfer bedauerlicher Unfälle. Und mich hätte es früher oder später sicher auch erwischt. Aber ich habe den Traum von Frieden und Gleichheit nie aufgegeben. Und ich hoffe, dass wir mit diesen Unternehmungen ein Stück weiter realisieren können. Da haben wir alle... Ah ja, hier, der Traumaturge. Wir sind sofort hergeeilt. Die Teleforoi werden die zerstörerische Kraft der Traumaturgie zu spüren gekommen. Kokobusi, bald sind wir wieder zu Hause. Kokobusi? Ah, da drüben. Einer von denen halt. Wer genau, kann ich nicht sagen. Ah ja, hier haben wir noch Birnbar. Die Gilde der Marodeure schickt uns und wir werden ihr alle Ehre machen. Wenn wir beschützen, wen wir beschützen, dem wird kein Leid erfahren. Ach ja. Wenn das hier vorbei ist, muss ich dich mal mit einem Meister bekannt machen. Du wirst schließlich bist ja schließlich eine lebende Legende, seit du Kujata erschlagen hast. Wahrscheinlich bezieht er sich auf die Krieger. So, dann haben wir hier drüben noch welche. Wir fangen erstmal mit Rostik hier an. Du hast bei Rodovan gelernt, nicht wahr? Meine Schüler haben mir von deinem Mut berichtet. Was dem Bosiane, wie ich hier mache... Es stimmt, dass ich nicht viel Liebe für das Kaiserreich übrig habe. Aber die Galeer, sie lieben ihre Kinder genau wie wir. Wenn ich ihnen helfen kann, will ich es versuchen. Apropos, wie sieht es eigentlich mit den Weibern bei euch aus? Wann sehen wir die endlich? Hä? Zwinker, zwinker. Tirina. Wir haben uns ja eine halbe... Entschuldigung, falsche Stimme. Wir haben uns ja eine halbe Ewigkeit nicht gesehen, Tara. Großmutter Temulun. War sehr besorgt um dich. In der Nacht, als ich mich zur Teilnahme an Korps entschlossen hat, hat sie nämlich einen seltsamen Traum. In diesem Traum sah sie eine brennende, rote und eine kalte, schwarze Sonne, die sich langsam überlagerten und das Ende der Welt einläuteten. Und inmitten all des Chaos hat sie deine Präsenz gespürt. Die genaue Bedeutung dieser Vision ist uns auch nicht klar, aber sicher ist es kein gutes Omen. Sei also vorsichtig. Ich werde dir natürlich helfen, so gut es geht. Sadu? Keine Ahnung, was aus den Galeeren wird. Und ehrlich gesagt, gibt es für mich nichts Wichtigeres als wie nannt es, humanitäre Hilfe? Mein eigenes Überleben zum Beispiel. Dass das Korps aber auch, und darum werde ich euch Seite stehen. Bedanke dich bei Syria dafür. Die hat mich nämlich dazu überredet. In letzter Zeit verstehen wir uns ganz gut. Gehen manchmal sogar zusammen jagen. Die Kleine ist allemal erträglicher als dieser dämliche Steppensozo da. Die versteht sich. So viel steht fest. Dann reden wir mal mit diesem komischen Steppendozo hier. Magnai. Die Moll sind hier. Die Dortal sind hier. Da dachte ich eigentlich, wir könnten getrost in der Steppe bleiben, um sie zu beschützen. Doch meine Brüder und Schwestern waren der Ansicht, dass wir unser Licht mal nicht unter den Scheffel stellen und stattdessen aus dem Schlachtfeld glänzen sollten, um euch allen nötigen Mut zu machen. Diesen Wunsch wollte ich ihnen nicht verwehren. Dass ich dafür diese tollwütigen Töne ertragen muss, ist ein Wermutstropfen. Aber es wird mich nicht davon abhalten, meine Bestimmung zu erfüllen. Ach komm, ihr mögt euch doch, gibt's doch zu. Naja, egal. Hier ist toller. Eigentlich wollten die Amaja und die anderen Stämme ebenfalls Truppen entsenden. Leider wurden viele von ihnen die kalte klimatischen Verhältnisse in Galamite nicht überleben. Und dann bestünde auch noch die Gefahr, dass die Teleforoi sie entführen und sie dunklen Primar beschwören ließen. Letztendlich haben wir gemeinsam entschieden, dass sie weiterhin die Verteidigung ihrer eigenen Territorien übernehmen. Dass die meisten dafür Verständnis gezeigt haben, lag sicher auch an dem Vertrauen, das du zwischen uns und ihnen aufgebaut hast. Nun, vielleicht sollten wir langsam mit den Vorbereitungen beginnen. Zum Beispiel sollten Seelenwächter an die Repräsentanten der verschiedenen Gruppierungen verteilt werden. Möchtest du diese Aufgabe übernehmen? Warum nicht? Dann fangen wir erstmal mit der Sirinia an.
Wir haben gehört, dass es in Galemite noch kälter als im Norden der Steppe sei. Also haben wir uns entsprechend vorbereitet. Was tragst du denn bei dir? Wir haben hier Talismane für euch, Seelenwächter. Ah, ich habe schon viel von diesen Talismanen gehört. Sie sollen wir ständig bei uns tragen, nicht wahr? Ich werde sicherstellen, dass jeder unserer Gruppe einen bekommt. Und bevor ich vergesse, ich habe noch eine Nachricht von Hyänen für dich. Wenn wir auf gleichem Grunde stehen, verschwindet selbst die weiteste Kluft. Drum lass uns gemeinsam voranschreiten und vollbringen, was uns bestimmt war. Ich hoffe, ich habe es so angemessen genügend wiedergegeben. In Hyäns Heimat, wie auch den Rest von Otat, sind die Türme eine wahre Plage. In Zanzir, Naxir und anderswo wird hart gekämpft. Doch Hyän und Yogiri koordinieren die Verteidigung, also bin ich guter Dinge. Während sie zu Hause ihr Bestes geben, werden wir aus der Steppe und von den östlichen Verbänden alles daran setzen, diesen Krieg zu beenden. So, okay, dann. Hier habe ich etwas, Ra und Sena, für euch aus. Ah, was kann ich für dich tun? Hier, ich habe was für dich. So sehen sie also aus, die berühmten Seelenwächter. Danke, ich werde die gute Neuigkeit an die Delegation aus Kridania weitergeben. Ich freue mich wirklich sehr, an dieser Unternehmung teilhaben zu können. Schließlich ist es mein großer Traum, die Welt zu bereisen, so wie einst Artovakant es tat. Ehrlich gesagt, habe ich mich hauptsächlich aus diesem Grund gemeldet. Ich hatte bislang keine Möglichkeit, die kaiserlichen Provinzen zu besuchen, geschweige denn nach Galemite selbst vorzudringen. Natürlich will ich mich nicht einfach umsehen. Da die Galeer keine Magie beherrschen, käme ihnen meine Heilzauber sicher gelegen. Und unsere Kameraden natürlich auch, falls es zu Kämpfen kommen sollte. Sikat, ich habe hier was für die guten Leute aus Limsalominsa. Du hast mir etwas mitgebracht? Ja. Na, sieh mal einer an. Da kriege ich ja die berühmten Talismane, von denen alle reden. Auch mal in die Finger. Hübsch, hübsch. Sowas würde sicher ein stolzes Sümmchen einbringen. Keine Angst. Ich werde mich hüten, unseren Schatz vor dem Primaren zu verhökern. Zumindest nicht, solange wir ihn brauchen. Überhaupt, ich weiß ja, ein jeder hier denkt, warum haben sie diesen Kerl und nicht Inzach geschickt? Und ehrlich gesagt frage ich mich das auch. Der Admiral und Hilfir meinten lediglich, dass sie jemanden als Rettungsanker für die Zukunft bräuchten, was beim Klau Bautermann das auch wieder mal heißen soll. Also müsst ihr jetzt wohl oder übel mit mir vorleben nehmen. Hab jedenfalls nicht vor, den guten Ruf der Henkershorde ein zweites Mal in den Dreck zu ziehen. Ich werde euch zeigen, dass wir Piraten auch an Land zu gebrauchen sind. Und sei es im tiefsten Schnee. Also immer schön her mit der Arbeit. So, dann noch hier für Lisse. Also ich glaube, Lisse, du symbolisierst zum einen Alamigo und zum anderen wahrscheinlich auch Ulla, oder? Höre ich da jetzt Seelenwächter in der Tasche klimpern? Ja, klimper, klimper. Wie hübsch. Und wer hätte gedacht, dass wir mal etwas finden, das uns vor den Ätherimpulsen schützt? Damit haben wir in Galemite eine Sorge weniger. Was uns darüber wohl alles erwarten wird, hm? Naja, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ich würde durch die 7 Höllen und zurückwandern, um diesem Zenus eine ordentliche Abreibung zu verpassen. Okay, Zenus war tatsächlich auch ein Grund, warum ich Stormblatt so geliebt habe. So, Lucia? Ah, die Ishgarder Gesandten bekommen auch Seelenwächter. Danke, wir wissen die Mühe hinter dieser Geste wirklich zu schätzen. Diese Talismane werden entscheidend für das Gelingen unserer schwierigen Aufgabe sein. Für mich ist das Ganze besonders vertrackt, wie du dir vielleicht vorstellen kannst. Schließlich war ich ursprünglich eine galeische Spionin, bevor ich mich jene anschloss, die ich eigentlich auskundschaften sollte. Und jetzt ziehe ich als Kommandantin des einstigen Feindes gegen mein Vaterland in die Schlacht. Naja, eigentlich kämpfe ich gegen jene, die ihr übles Spiel mit ihnen spielen. Aber dennoch. Vielleicht hat Großmeister Emmerich mich gerade aus diesem Grund ausgewählt. Er hofft sich sicher, dass meine Kenntnis über Galemite uns bei der Erfüllung unseres Ziels helfen werden kann. Ich werde alles tun, diese Hoffnung nicht zu enttäuschen. Für Ishgard, für Galemite und die ganze Welt. Maxima, ich habe hier noch das Letzte.
Hast du mir etwa auch ein Talisman gebracht? Natürlich. Vielen Dank. Was ihr alles auf euch nehmt und genommen habt, um meinem Volk zu helfen, werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Ich habe nicht viel, was ich euch im Gegenzug bieten kann, außer vielleicht diesen Rat. Wir werden uns nicht nur der Besessenen erwehren müssen, sondern auch der bitteren Kälte. Ich habe bei den Alchemisten aus Uldan eine Tinktur anfertigen lassen, die den Körper wärmt, und plane, diese an alle zu verteilen. Aber am besten schützt doch immer warme Kleidung. Denke daran, bevor du die Reise antrittst. In diesem Sinne, während ihr eure letzten Vorbereitungen trefft, werde ich die Piloten anweisen, die Luftschiffe abflugbereit zu machen. So, nochmal kleiner Kriegsrat mit der Gang. Hier ist Toller. Wir benötigen also wärmere Kleidung. Ich wage zu bezweifeln, ob mein Feldkragen alleine da reichen wird. Nee, wahrscheinlich nicht. Ouyang-Zhe. Mittel, die angeblich wärmen sollen, sind zwar immer wieder auf den Markt gekommen, aber keines hat sich bislang als wirksam erwiesen. Dass es den uldaischen Alchemisten nun gelungen sein soll, zeugt von ihrem Eifer und Ehrgeiz. Womöglich hat der Erfolg ihrer Kollegen in Tavernier sie angespornt. Also du brauchst auf alle Fälle etwas Wärmeres. Tancred? Dieser Mantel schützt schon ganz gut vor Kälte. Aber ich werde noch etwas Wärmeres einpacken. Wer weiß, wie lange wir durch den Schnee warten müssen. Ein Feuer können wir in offenen Gelände auch nicht entzünden, wenn wir unentdeckt bleiben wollen. Alizé? Wenn du noch etwas erledigen möchtest, dann solltest du es jetzt tun. Gerade hier. Ich muss zugeben, für eine Reise ins Schneegestöber hatte ich nicht gepackt. Und hier in Alamigo wird sich wohl kaum etwas Warmes auftreiben lassen. Meinst du, wir können doch mal kurz nach Charlan zurück? Also wenn du willst, kannst du dich beeilen. Ich werde gleich mit Alfino reden. Du hast noch Zeit, bis ich mit Estinien geredet habe. Vorbereitung. Ich habe meine Rüstung und meine Lanze. Was soll ich sonst noch brauchen? Okay, gerade hier, du bist wieder da? Gut, dann können wir ja los. Alfino? Also gut, das ist unsere letzte Chance, vor Abflug noch Vorbereitungen zu treffen. Ouyang-Zhe und ich sind vor unserem Ausflug nach Gallemite noch bestens versorgt. Und Estinien meint, seine Rüstung sei warm genug, wie auch immer das funktionieren soll. Die einzelnen Delegationen werden von ihren jeweiligen staatlichen Gesellschaften eingekleidet. Vermutlich würden die auch euch versorgen, wenn ihr darum bittet. Es ist wahrscheinlich, dass wir den Teleforoi im Nahkampf begegnen werden. Da würde ich lieber in etwas aufkreuzen, das auf meine Bedürfnisse maßgeschneidert ist und meine Bewegungsfreiheit nicht einschränkt. Braucht da etwa jemand eine gute Schneiderin? Oh, okay, die Schneiderin. Was machst du denn hier? Natürlich, sie darf als einer der wichtigsten Charaktere nicht fehlen. Die war von Anfang an dabei. Ihr solltet niemals mein Informationsnetzwerk unterschätzen. Dachtet ihr etwa, ihr könntet euch einfach nach Isabad davon schleichen, ohne dass ich was mitkriege? Ha, falsch geraten. Aber ich bin nun mal hier, um euch zu verabschieden. Aber ich bin nicht nur hier, um euch zu verabschieden, sondern habe es mir auch überdies auch nicht nehmen lassen, euch allen was aus dem Leib zu schneidern. Und das werdet ihr gefälligst tragen. Die Tataru, die bracht die besten Klamotten. Kochen ist nicht so ihr Ding, aber du überraschst mich immer wieder aufs Neue. Aber warum bist du auch so winterlich eingekleidet? Kommst du einfach mit? Natürlich nicht. Wo denkst du hin? Aber ich kann euch wohl schlecht wärmende Kleidung der höchsten Qualität anfertigen, wenn ich selbst nie welche getragen habe, oder? Da ist was dran. Und es gibt noch was ich euch mit auf den Weg geben wollte. Agemus und Blumwieder sind endlich von ihren Aufgaben zurückgekehrt. Sie werden für das Erste in Sonnenschein bleiben, um ein Auge auf die Entwicklung in Erosea zu haben. Da im Hauptquartier für alles gesorgt ist, dachte ich, ich könnte euch vielleicht ein wenig in Charlan zur Hand gehen. Eine wundervolle Idee. Krille freut sich bestimmt, wenn du ihr in Baldisions Annex Gesellschaft leistet. Dass ihr ein gutes Gespann seid, habt ihr ja schon bewiesen, als wir alle im Koma lagen.
Es wäre beunruhigend zu wissen, dass ihr in Shallan die Stellung wäre beruhigend, nicht beunruhigend. Wäre beruhigend zu wissen, dass ihr in Shallan die Stellung haltet. Nicht wahr? Das habe ich mir auch gedacht. Wir halten euch den Rücken frei und passen auf, dass euch sowas noch nicht nochmal passiert. Also dann, ich werde bald schon nach Alt-Shallan aufbrechen. Aber vorher werdet ihr natürlich noch ordentlich verabschiedet. Und zwar mit meinen neuen Kleidern. Hoffentlich halten sie euch dort oben schön warm. Was ihr tut, ist wirklich mutig. All die Strapazen auf euch zu nehmen, um die armen Leute in Galamite vor den Teleforoi zu beschützen. Ich bete, dass es euch gelingt und ihr alle heil zu uns zurückkehrt. Danke, Tataru. Pass auf dich gut auf. Pass auch du gut auf dich auf. Nun sollten wir die anderen aber nicht länger warten lassen. Auf geht's! Hier ist deine Winterkleidung, Tara. Ich hoffe, sie kratzt nicht zu sehr. So, was kriegen wir hier? Moderner Mantel. Aha. So, damit hätten wir das fertig. Dann, würde ich sagen, das war jetzt noch eine etwas längere Folge, obwohl wir nur eine Quest gemacht haben. Mache ich für heute Schluss. Ich sage nochmal Danke an meine Kanalmitglieder und ganz besonderen Dank natürlich an meine Ehren- und Produktionsmitglieder Julian Eiblum, Negi Magister, Klingone 23 und Havoc 83. In der nächsten Folge wird was Großes auf uns warten, nämlich 3 Fragezeichen und die tolle Klamotten, die ich von Tataru bekommen habe, werde ich dann auch tragen. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Wir sehen, hören und spielen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.